Und damit hallo, willkommen bei einem neuen Part bei ML Brossing. So, hier haben wir erstmal, etwas gefunden. Eine neue Anleitung nämlich. Wie gesagt, habe auf jeden Fall schon einige Eier gefunden. Und jetzt habe ich es auf jeden Fall, und ein Geschenk haben wir auch gefunden. Auch mit so einer Anleitung für das Osterevent. Wie gesagt, aber wie war jetzt richtig viel vorgearbeitet mit Eier. Die Eier habe ich momentan. Und die werde ich euch jetzt hier zeigen. Aber erstmal will ich einen Baum pflanzen unbedingt mit euch. Habe ich außer noch gefunden auf eine andere Insel. Und platziere. Wunderbar. Genau. Müssen auf jeden Fall gleich noch in das Museum. Erstmal gucken, was neu ist. Okay, die Sache hätten wir alle neu. Muss ich euch ja kurz mal zeigen. Das wäre einmal von dem Fels. Einmal der Uniform. Hier hätten wir auf jeden Fall einmal eine neue Blume. Da hätten wir was Neues. Und den Blumenkranz. Also haben wir da auf jeden Fall schon einiges. Und wenn wir ganz hier hinter rausgehen, haben wir alle Items, die wir noch machen müssen. Und die werden wir auf jeden Fall in diese Part machen. Werde aber vorerst noch in das Museum hingehen und erstmal unsere Sache abgeben. Da habe ich nebenbei auch noch einige Sachen gefunden, unter anderem ein neuer Fisch, was dabei war. So. Das hier auch noch, bekommen wir 1000. Kann man auf jeden Fall jetzt gut gebrauchen. Wieder vielleicht später noch auf eine Meile-Insel. Aber erstmal schlage ich vor, erstmal gehen wir auf jeden Fall in diese Part Angel. Aber gut, den Ballon holen wir. Es war nur ein normaler Ballon. Aber können hier auch seltene Gegenstände drin sein. Ah, lohnt sich doch voll. Brauche ich noch ein paar Luft. Eier. Na, ist schon wieder kaputt. Okay, können wir auf jeden Fall bald neu kaufen gehen. So. Schuhe hätte wieder. Wo sind die anderen Schuhe? Ah, da vorne. Okay, die Schuhe werde ich eh dann gleich im Lager machen. So. Auf jeden Fall erstmal Schuhe aus Museum. Weil, wie gesagt, erstmal die Teile abgebe, die ich aktuell gefunden habe. Für das Museum jetzt erstmal. So, dann auf jeden Fall erstmal wieder Platz bekommen. Sieht ihr bestimmt, dass mir auf jeden Fall viel zu viele Fossilien habe. So, geben wir die schnell mal ab. So. Und geben wir die Wiefer sofort ab. So, danke. Und jetzt wählen wir das erste aus. Habe ja neben neuen Fisch. Und ja, neue Fisch haben wir gefunden. Und oh, die sind alle neu. Außer die natürlich. Gut. Damit wird das Museum auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stückchen voller gestaltet. So, das passt dann soweit. So, ist wunderschön abgegeben. War auf jeden Fall mega, mega, mega. So. Wie gesagt, ich wollte noch kurz in das Haus reingehen und kurz ein Ding da ablegen. Und dann würde ich vorschlagen, werden wir erst noch die Items da jetzt nachmachen. Genau. Das hier erstmal ins Lager. Und ja. Genau, angehen können wir eh gleich. Das werden wir noch auf jeden Fall gleich machen. Aber ich würde sagen, ja gut, bevor wir die Items machen werde, gehen wir erstmal angeln.
Das ist, glaube ich, sinnvoller. Gib mir erst noch ein paar Eierangel und dann werde mir ein paar Items, also Möbelstücke davon machen. Wie gesagt, erstmal ein paar Eier rausangeln. Dafür haben wir aktuell nur 7. Das sind viel zu wenig. Krieger neue Fischchen zu. Gut, der wäre auf jeden Fall nicht neu. Dann wisst ihr wieder, wie falsch schon mal. So, das ist ganz wichtig. Gehen wir da erstmal Angel. Weil dafür haben wir aktuell nur 7. Ja, komm. Leider nur ein Stein. Gut, Ei habe ich gerade nicht gefunden. Ist sehr, sehr schade. Aber hier haben wir vielleicht ein Ei. So, komm her. Na? Sehr schön. Okay, das war auch nur ein Fisch. So, hier sind, glaube ich, die meisten Eier. Gehe ich mal von aus. Hoffentlich haben wir da ein Ei. Ja, wunderbar. Das 8. Ei. Und da hätten wir auch ein Fisch. So ein Ei vielleicht. Okay, da aber. Ich sehe schon, wir müssen uns auf jeden Fall trinken zu Tom Nook. Damit wir uns eine neue Schleuder machen können. Gut, sage ich erstmal, gehen wir erstmal zu Tom Nook. Da oben. Und dann werden wir erstmal die Sache verkaufen und uns eine neue Schleuder kaufen. Brauchen wir jetzt wieder. Ist er leider wieder kaputt gegangen. Oh, ich will verkaufen. Ja, mache mal. Dann verkauft mir die. Gut, die habe ich eh alle doppelt. Deswegen werde ich die verkaufen. Das auch noch. Den Säcker haben wir auch ein Cent abgegeben. Dann ruhig weg damit. Und den Fisch. Oh, was bekommen wir? Über 7000 Sterne. Wunderbar. Und das holen wir uns jetzt. So, dann schnell wieder raus. Gut, damit mal wieder eine neue Schleuder. Da gehen wir erst mal wieder runter. Vielleicht sehen wir noch den Ballon irgendwo. Vielleicht. Oh! Vielleicht bekommen wir davor eine neue Anleitung. Yep. Wir bekommen davor eine neue Anleitung. Wunderbar. Kann man genau richtig. Immer ran denke, immer von Bewohner mal vorbeilaufe. Während diese Event-Quest. Da kann man da mal hingehen. Können wir ja gucken, ob das die Anleitung war. Yep, das war genau die Anleitung. Wie man sieht, brauchen wir gar nicht mal so viel für die einzelne Sache. Teilweise nur sehr, sehr wenige. Und da hätte wir was.
Ein paar Meile. So, und genau, da oben hätten wir auch noch ein paar Nuckmeile. Gibt wieder 1000, wunderbar. Oh, das wäre erstmal alles. So, also auf jeden Fall mal gucken. Okay, hol da einfach die Angel wieder raus. Habe noch ein paar weitere Fische fangen können. Vielleicht haben wir Glück und bekommen weiter Eier. So, komm schon. Yeah, wunderbar. Ein weiteres Ei. Für super. Hätten wir davon, glaube ich, schon 9. Ja, 9 hätten wir dann davon. Okay, ich denke mal, wir werden so ein paar weitere Items jetzt machen. Ne, erstmal hier rüber. Wir wollen erstmal die Items machen. Gut. Über wo das Werkzeugsymbol ist, haben wir noch nichts davon gemacht. Werde wir die erstmal abarbeiten. Ah, das ist doch ein Rucksack. Hab's ja gar nicht erkannt, weil es so komisch aussieht. Aber wie man sieht, man braucht auf jeden Fall alle Eier von verschiedenen Bereichen. Genau, über wo ein Hake dabei ist, haben wir schon gemacht. So. Das wird noch Oberteil, wunderbar. Dann machen wir auch hier das noch schnell. So, sehr gut. Können wir das einfach gleich draußen hinstellen, wenn wir dann soweit sind. Ja, da war von die Luftdinger, die mir da habe, den Outfit. So, mir habe aktuell, sobald ich es richtig gezählt habe, vor mir hier reingegangen sind, vor mir die gemacht habe, hatte ich schon 4 davon gemacht. Aber es sollte mir auf jeden Fall mal alle machen, die wir können. Ja, warte kurz mal. Genau, die müssen wir noch machen. So, genau, den Outfit hätten wir bereits, aber das hier haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht können wir sogar alle Items machen. Wunderbar. Genau, diese komplette Reihe müssen wir noch machen. Brauchen wir so die Felseier. Zum Glück haben wir mittlerweile einige davon gefunden. Sonst hätte wir das jetzt nicht machen können. Aber Felseier haben wir aber auch nicht mehr so viele. So. Dann das nächste. Wunderbar. Dann wir das nächste, das kann man von der Erde bekommen, also brauchen wir dafür Erdeier. Wie gesagt, Angel muss ich auch noch, weil dafür bekommen wir auch noch verschiedene. Mein Problem ist einfach nur, ich habe keinen Platz mehr. Ja, ist auch kein Wunder, wenn man so viel auf einmal herstellt. So, ihr habt nichts mehr für mich, oder? Nö. Und platzieren. So, machen wir es nochmal.
So, die stelle ich erwähnen, weil ich sonst dafür einfach keinen Platz habe. Dann kann man die später mal nachzählen. Räume ich auf jeden Fall später noch weg mit euch. Am besten kommen die dann in mein Haus. Später dann. Okay, der Platz da wird auf jeden Fall zu. So. Und ich wollte das Ding nicht anziehen. Oh, meine Hose wieder. So, die Hose bitte anziehen. Oh, das Osterstück bitte platzieren. Und genau, machen wir erstmal die ganze Oberteile hier. Wunderbar. Dann noch einige Käppis. Okay, dann kommt das hier einfach dorthin. Und dort. Und dann gehen wir gleich wieder rein. Dann machen wir auf jeden Fall weiter mit die ganze Uniform hier. So, das ziehe ich mir kurz hier rein. Okay, wie gesagt, die Osterteile sammle ich da. So, wollen wir. Genau. Das fehlt noch für das Ganze vollständig zu machen. Ich bin mal gespannt, ob mir jetzt alle Osterteile, die mir aktuell jetzt gefunden habe, auch alle wirklich machen können. Zumindest momentan jetzt. Aber es könnte wirklich knapp werden. Aber habe noch genügend Tage Zeit, um weiteres zu machen. So. Ja, wunderbar. Und dann können wir auf jeden Fall dann noch gucken, was uns noch uns fehlen tut. Dann machen wir die auf jeden Fall nochmal nach. Hatte mir geht auf jeden Fall nochmal die Tage über alles drum, damit ich auf jeden Fall von alles dann genug habe. So, machen wir mal die letzten Möbelstücke hier. So, die komplette Reihe hätte wir. Okay, fast abgeschlossen. Das Teil hatte wir schon mal gemacht. Das heißt, uns fehlt nur noch diese beide Sachen hier. Ah, mehr. Dafür fehlen uns zwei Felsendinger. Die werden wir wie viele Tage noch mitmachen. Die bekommt man nicht allzu schwer. Müssen bis morgen warten, bis wir wieder Steine haben. Im besten Fall dann. Oder wir gehen auf eine Meilinsel. Da können wir sogar noch diese Partner erledigen. So. Nockmeile einlösen. So. Das holt auf jeden Fall mit. Da gehen wir auf eine Meilinsel. Da haben wir noch ein paar Felsendinger. Damit wir das letzte Ding dann machen können. So, können wir noch ein paar weitere Sachen einlösen. So, ich guck mal. So, aktuell interessiert mich davon gar nichts. Und was gibt da eigentlich in Nuxop? So. Nö.
Dann werden wir aber den Bankautomaten benutzen. Und die 7000 Sterne, die wir haben, komplett auf unsere Bank einzahlen. Wie wir ja wissen, dafür bekommen wir auf jeden Fall einiges an Zinsen. Deswegen pflanzen wir jetzt einfach weiter, haben wir das Geld noch auf unsere Bank getan. So. Ich glaube, ich schlag den Baum da einfach weg. Was? Okay, die kann man nur ablegen. Das heißt, die kann man verzeichnen, die Wand hinmachen. Okay, dann bringe ich auf jeden Fall mein Haus rein. So, können wir das eigentlich platzieren? Ja, es geht. Kommst dann vorne. Und das Teil hier. Ah, ist ein Osternbett. So. Wunderbar. Wie gesagt, will ich ungern mein Haus schlagen oder mein Item-Menü. Deswegen werde ich mich erstmal draußen lagern. Wir wissen noch nicht, wofür die eigentlich gut sind. Und die anderen Teile müssen wir wie ein bisschen drinnen hinmachen, an die Wand oder so. So, hier hoffentlich Platz. Okay, eine Eieruhr. Und hier das. Okay. Wie gesagt, die Sache können wir leider draußen nicht auf dem Boden platzieren. Deswegen werden wir die einfach unsere Wand hier platzieren. Und jetzt, am Ende von der Party noch, gehen wir auf unsere Meileinsel. So, habe ich auf jeden Fall alles dabei. Hallo. Yep, wir wollen den Ticket benutzen. So, da können wir über den Ticket uns noch weitere Felsen holen. Dass wir auch das letzte Item dafür machen können. Was wir momentan machen können. Habe auf jeden Fall, wie gesagt, noch vor, diese Part zu machen. Aber auf jeden Fall davon erstmal alle habe, was wir bis heute machen können. Okay, wunderbar. Jo, guck mal da, hier sind auch diese Palme hier. Mega. Früchte haben wir keine dabei. Na gut, aber die normale halt. Holen wir kurz das hier. Und wenn das kurz ausbuddelt, kann man auch bestimmt essen. Hoffentlich. Ah, ja, E-Palme. Also, keine Bange. Die Felsen bekomme ich schon kaputt. So, weil ich noch keinen davon habe, werde ich auf jeden Fall mein Dorf einpflanzen. Ja, von Erdei. Wunderbar. Und das zweite Ei.
Sehr, sehr gut. So, mir auf jeden Fall die Teile mit. Können wir dann im nächsten Part oder so pflanzen. Ein weiterer Ei. Ist auf jeden Fall wichtig. Können wir die Eier ruhig doppelt und dreifach haben. Dass ich, wer mehr Eier will, geht auf Meile-Insel. Kann man so oft benutzen, wie man will. Solange man genug Meile hat. So, hier ist. Weitere Felsen haben wir hier. Ach, shit. Na, goldene Erz. Wunderbar. Holen wir das doch mit. So, die Felsen können wir noch kaputt machen, indem ich hier eine Frucht esse. So. Genau, und wir haben hier, wie gesagt, eine weitere Anleitung. So, wunderbar. Da esse ich mir das noch mit. Esse und nicht ablege. So, supi. Dann Zeit für die Schaufel. Oh, schade. Nur normale Steine. So. Hätte auf jeden Fall für das letzte Item schon mehr als genug. So, diese Palme nehme ich mir mit. Und kurz gucke, die 5 Dinger können wir pflanzen. Wenn wir schon hier sind, werden wir, wie gesagt, erstmal ein paar Palmen auch mitholen. Weil wer weiß, wann ich nochmal die Gelegenheit dafür bekomme. Das ist ja eigentlich die letzte Frucht, die uns noch so gefehlt hatte. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall so viel Methode davon, wie mir halten nur könne. Können wir dann nächsten Part auch dann die Bäume pflanzen. So. Ich sag, wir haben 3 feste Bäume davon und 5 davon. Die werden wir auf jeden Fall alle unser Dorf dann pflanzen. Und dann wieder Abflug. So, dann machen wir jetzt gleich unser letztes Item, was wir momentan machen können für die Oster-Event-Quest. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Das heißt, ich werde mir jetzt machen. Dann mal hier das letzte Item jetzt machen können. Wunderbar. Gehen wir da rein. Wo war das? Das war genau dieses Item hier. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber jetzt haben wir also Glück ja mehr als genug. So, alle Items, die wir irgendwie wo gefunden haben für die Anleitung, für die Osterquest, haben wir jetzt alle Anleitungen, die wir momentan, wie gesagt, habe, alle erledigt. So, habe ich dann auf jeden Fall wunderschön gemacht. Und das kommt auch hier hin. Wie gesagt. Ein Kleiderschrank also. Wie gesagt,
haben wir jetzt auf jeden Fall alles komplett gemacht. Und mal gucken, was wir denn dann eigentlich nach dem 12. dann bekommen werde. Genau, diese Ecke hier werde wir erstmal die Palme pflanzen. Wäre vielleicht erstmal relevant. Mache ich bei euch kurz und diese Palme mit noch dabei sind. Erstmal die fertige Bäume hier pflanzen können, da aber nicht. Aber dafür, das fühlt sich eng. Aber hier. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz. Da kommt die nächste Palme hin. Wunderbar. Und eine normale Frucht davon werden wir pflanzen. So, genau an dieser Stelle hier. So, da kann die jetzt schöne Ruhe wachsen. Mal sag ich mal, im nächsten Part sehen wir uns wieder, Leute. Bis dann und haut rein.